Audi-Chef Rupert Stadler ist im Zuge der Dieselaffäre festgenommen worden. Ein Volkswagen-Sprecher sagte, Stadler sei am Montagvormittag von der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden. Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheide, dauere an. Wegen der laufenden Ermittlungen könne sich Volkswagen inhaltlich nicht zu dem Fall äußern. Für Stadler gelte weiterhin die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte, dass ein Haftbefehl gegen Stadler wegen Verdunklungsgefahr vollzogen worden sei. Die Staatsanwaltschaft München hatte vergangene Woche überraschend Stadlers Privatwohnung durchsucht und dies mit Betrugsverdacht in der Dieselaffäre begründet. Auch die Wohnung eines anderen amtierenden Audi-Managers war durchsucht worden. Stadler, der Audi seit 2007 lenkt, steht seit Bekanntwerden des Abgasskandals vor mehr als 2,5 Jahren massiv unter Druck. Am Montagnachmittag sollte der Aufsichtsrat von Volkswagen zu einer regulären Sitzung zusammenkommen. Dabei sollte auch der Fortgang der Dieselaufklärungen ein Thema sein.